Hi, Olli. Ja. Schön, dass du drin bist. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und heute haben wir eine ganz besondere Anlage für euch. Und ich bin heute nicht alleine da, aber mit wem ich heute unterwegs bin, das bleibt noch einen ganz kleinen Augenblick mein Geheimnis. Vorab möchte ich euch einige Informationen und Botschaften mitgeben. Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken für die ganzen Zuschriften, insbesondere auch für die ganzen Bunker und Anlagen, wo ihr mir sagt, hey, da könnte eventuell ein Bunker sein oder da ist ein Bunker. Heute zum Beispiel befinden wir uns in Köln und auch hier habe ich den Tipp gegeben bekommen, dass dieser Bunker aktuell offen steht. Und ich möchte meiner Community, unserer Community etwas zurückgeben. Und zwar habe ich hier ein Shirt, ein Poloshirt von Random Life Schlachtfeldbegehung. Und ich werde den Kanal zukünftig nicht mehr Schlachtfeldbegehung nennen, sondern er wird einen leicht veränderten Auftritt bekommen, nämlich Random Life Relikte der Vergangenheit und nicht mehr Schlachtfeldbegehung als Oberbegriff, weil ich auf allen Social Media Kanälen Random Life heiße und ich möchte einfach die Konsistenz haben. Und deswegen gibt es hier dieses erste Shirt von mir in der Verlosung. Das ist ein Original, das ist das erste Shirt, das ich jemals gemacht habe. Ich werde demnächst neue Shirts machen und da steht auch noch das alte Team drauf, Lisa, Emily und so weiter. Und ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall ein ziemliches Highlight und jeder, der bei mir in dieses Video kommentiert, der hat die Möglichkeit, dieses T-Shirt zu bekommen. Und ich habe auch noch ein paar Tassen, die werde ich bei den nächsten Videos mit verlosen, weil ich einfach auch ein bisschen zurückgeben möchte an die Community. Aber jetzt genug der Spannung. Ich möchte euch einmal zeigen, mit wem wir heute unterwegs sind. Also kommt mal her. Olli, Cliffhanger, wie geht's dir? Falk, auch mal wieder hier. Ja, richtet doch mal vielleicht ein, zwei Worte an eure Community. Aber am Ende des Tages ist es ja auch eure Community. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Bei dir. Und mal sehen, was wir heute hier so Feines sehen. Ja, wie lange warst du eigentlich schon nicht mehr mit mir unterwegs? 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen. Ich glaube, jetzt waren ein paar Monate, oder? Ja, ich würde mal im Kalender gucken. Ja, aber es wird sich ändern? Es wird sich ändern, ja. Es wird sich ändern. Ich muss wieder öfters arbeiten. Schön, aber schön, dass du es auch heute Abend noch sehr kurzfristig geschafft hast. Von der Arbeit in die Arbeit. Genau, also von daher mega nice, dass du hier bist. Ja, und Falk, wie lange haben wir uns nicht gesehen? 2, 3 Wochen. Ja. Letztes Mal in Frankreich. Ganz genau. Möchtest du vielleicht auch etwas an die Community richten? Ja, ich mache heute wieder gute Videos für euch. Also besten. Ich werde wieder hinter der Kamera stehen und ja, mal gucken, was uns so heute erwartet. Ja? Also schaut euch unbedingt das Verdun-Video an. Falk hat da locker 24 Stunden rein investiert und aus meiner Sicht das beste Video auf meinem Kanal mit 99% positiven Bewertungen. Das hatte ich noch nie. Und das bei über 30.000 Aufrufen nach wie vielen Tagen? 7, 6, 8? Ja, ja. Ich weiß es gar nicht mehr, ne? Ja, ich habe mir auch Mühe gegeben. Ja, das kann man nur sagen, ne? Ja. Und Falk ist gerade dabei, die anderen Teile noch zu schneiden. Erst haben wir uns überlegt, ob ich die schneide. Aber dann haben wir uns überlegt, oder haben wir gesagt, diese Qualität, die er an den Tag legt, werde ich niemals an den Tag legen. Und deswegen dauert es ein bisschen länger. Ja. Aber werden kommen, oder? Ja, Qualität braucht seine Zeit. Exakt, ganz genau. Also von daher, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Und wir gehen jetzt in den Bunker rein und bieten euch ein mega spannendes Bauwerk. Also bleibt dran, seid gespannt und bis später. Let's go. Let's go. Let's go. So, meine Freunde, also nochmal herzlich willkommen. Wir befinden uns jetzt mitten in Köln in einem Bauwerk aus dem Zweiten Weltkrieg und wir werden jetzt gemeinsam dieses Bauwerk erkunden. Du warst, glaube ich, schon mal hier, ne? Ja. Ich war auch schon mal hier, allerdings hatte ich damals entweder Corona oder Nebenwirkung von der Impfung. Ich war 7 Monate krank und tatsächlich ist es wie heute beim ersten Mal. Ich habe viele Dinge damals gar nicht wirklich wahrgenommen. Und wir sind gerade schon mal einmal kurz durchgegangen. Ja. Und eins können wir auf jeden Fall sagen, ne?
Ich habe auch auf jeden Fall viel übersehen. Mhm. Viel. Ja, und deshalb. Wird spannend, oder? Gut, dass wir heute nochmal hier sind. Wo befinden wir uns gerade? Unter der Erde. Unter der Erde, ganz genau. Und genauer gesagt, wir befinden uns gerade in der Gasschleuse. Der Falk hat uns gerade den ehemaligen Eingang gezeigt. Wir gucken nochmal ganz kurz zurück. Da sind die Menschen damals reingekommen. Und heute hat man das Bauwerk verschlossen mit Stahlplatten. Man hat auch nur die Möglichkeit, ihr habt es im Intro gesehen, sehr aufwendig und schwierig hier reinzukommen. Und wir befinden uns jetzt mitten in der sogenannten Gasschleuse. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Nachnutzung. Und Falk, du hast dich doch ein bisschen über dieses Bauwerk erkundigt, ne? Ja, kannst du uns vielleicht ein, zwei Sachen sagen? Also ich habe gelesen, dass es hier ein Bettenlager war quasi und eine Sanitätsstation gab es wohl hier. Ja. Also und ich meine 1942 wurde es gebaut oder 1939. Aha. Ich weiß es gerade gar nicht mehr okay. Genau. Kannst du mal kurz nach? Ja, jetzt gucken wir uns mal an. Also ihr müsst euch vorstellen, Köln wie alle anderen Städte wurden natürlich damals im Zweiten Weltkrieg großflächig bombardiert und deswegen musste man einen Teil, man konnte nicht alle, also alle Menschen, die komplette Zivilbevölkerung unterirdisch in Sicherheit bringen, aber man hat versucht, einen gewissen Teil in Sicherheit zu bringen und wir befinden uns heute hier in einem unterirdischen Bunker, in einem sogenannten Tiefbunker, der nicht nur während des Zweiten Weltkriegs einen Einsatz hatte, sondern auch, es gab eine Nachnutzung, da wird der Fall uns gleich noch was zu sagen. Aber das Spannende, das ist nicht nur ein Bunker für die Zivilbevölkerung, für den Schutz. Nein, hier war auch eine Sanitätsstation drin. Und vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, an diesem Bauwerk die Geschichte abzulösen. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 1943 war es. 43, das bedeutet, es müsste Führer-Sofort-Programm gewesen sein. Also insbesondere ab 1940, 41 wurden die Großstädte ja dauernd und permanent bombardiert und dann haben die Menschen sich in solchen Schutzbauwerken in Sicherheit gebracht. Und wie gesagt, wir befinden uns hier jetzt in der Gasschleuse, hatte ich euch ja schon mehrfach erzählt. Gebäude mussten immer unter Überdruck gestellt werden, damit Gase und Dämpfe nicht von außen nach innen kommen. Man hat zwar kein Giftgas im Zweiten Weltkrieg direkt eingesetzt, aber ihr könnt euch vorstellen, die Phosphorstabbomben, die haben natürlich auch giftige Dämpfe verursacht und natürlich auch, wenn ein Gebäude oder eine Stadt oder was auch immer brennt, die Dämpfe sind auch nicht gerade gesundheitsfördernd. Mhm. Und ich glaube, sind das Leuchtstreifen, Olli? Ich mache mal die Lampe aus. Wir gucken mal, ob wir die hier noch zum Leuchten bringen können. Wir gehen hier mal volle Kanne. Oh, das sieht schon gut aus. Auf 3, 1, 2 und. So. Also, wofür waren die Leuchtstreifen? Die Leuchtstreifen waren dafür da, wenn genau das passiert, was jetzt hier passiert ist, nämlich, dass das Licht ausgegangen ist. Und das kann natürlich, oder das konnte natürlich immer passieren, weil oben, wenn die Bomben gefallen sind, kann natürlich auch die Stromversorgung getroffen worden sein. Ja, die Bunker hatten in der Regel eine autarke Stromversorgung, sprich sehen wir auch gleich Generatoren, damit dieses Bauwerk weiterhin mit Strom versorgt werden konnte. Aber die brauchten in der Regel ein paar Minuten, bis sie anlaufen. Und in dieser Übergangsphase konnte diese phosphorisierende Farbe mindestens mal die Gänge beleuchten und den Operationsbunkern, und davon haben wir uns ja auch schon einige angeguckt, sogar den Operationsbereich. Und wir werden jetzt einmal die Gasschleuse verlassen. Und guck uns das Bauwerk an, oder Olli? Bitte schön. Let's go. Let's go. Genau. So, das ist der Vorraum. Wir befinden uns jetzt in dem Vorraum. Und in dem Bunker gab es doch einen Brand, oder? Hast du gelesen? Ja, das war die Nachnutzung. Die Nachnutzung war der Brand quasi. Es wurden Kölner Requisiten von einem Karnevalsverein hier gelagert. Aha. Und dann gab es einen Brand und dann wurde das nicht verlängert, die Aha. Nachnutzung. Und dann mussten die wohl ausziehen. Krass. Und man sieht hier oben, ne, das ist Ruß, oder, Olli? Ja. Man sieht hier auf jeden Fall noch den Ruß. Man hat es anscheinend danach noch mal weiß angestrichen. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Ja, gut, aber hier, das Schwarze ist auf jeden Fall der Ruß, aber die Wände sind nochmal neu gestrichen worden. Aber das sieht ja auch noch so aus. Das kann ja, aber guck mal hier, hier ist alt und hier ist neu gestrichen. Vielleicht ist es eine Mischung aus, oder? Da ist die Farbe ausgegangen. Das kann sein, ne?
Genau, also wir gehen jetzt in das Bauwerk rein und sehen direkt einen Raum mit drei Türen. Und leider gibt es keine Originalbilder, sodass wir den Bunker nicht wirklich rekonstruieren können. Wir haben aber einige Bereiche schon identifizieren können als Toiletten, sprich Aborte und auch als Waschgelegenheiten. Aber den Sanitätsbereich, mal gucken, ob wir den gemeinsam finden. Wo sollen wir lang gehen, Olli? Links, ne? Du hattest doch gerade hier noch was entdeckt, bevor wir durchgehen, oder? Stimmt. Jetzt Waschstreifen links rum. Ja. Und die sind hier teilweise jetzt übermacht. Aha. Ja. Aber man sieht sie noch, ne? Man sieht sie noch, ja. Ja. Schwierig auf der Kamera gerade einzufangen. Mhm. Ich mache noch mal ein bisschen heller. Hier drinnen sieht man die besser. Ja. Da hast du sie, glaube ich, ne? Ja. Aber hier, guck mal, der ganze Raum hat diese Streifen. Guck mal hier. Warte mal. Da. Der gesamte Raum hat diese Streifen. Und ich glaube, das reicht mir nicht. So, bereit, wenn Sie es sind? Ja, mach. Und zack. Ja, schwierig. Also, wir haben schon Räume gesehen, wo deutlich mehr Energie noch in dieser Farbe ist. Aber wie ihr selber sehen könnt, das ist alles hier voller Ruß. Das hat wahrscheinlich auch viel mit dem Brand zu tun, ne? Ja. Ja. Zwei Türen. Guck mal, hier haben wir ja zwei Türen. Und hier sehen wir so leichte Fundamentreste. Nennt man das Fundament oder wie würdest du das bezeichnen? Hier stand auf jeden Fall mal eine Wand. Ja. Und damit war der Bereich, wo du gerade reingegangen bist, der war zu, ne? Ja. Ja, oben sieht man es, ne? An der Decke. Absolut. Und guck mal, hier ist auch noch ein, weißt du, was das ist? Hier wird vielleicht ein Handwaschbecken gewesen sein. Da, guck mal. Und hier ist das Toilettchen gewesen. Ja. Das bedeutet, du bist da reingekommen. Ja. Genau, zeig mal, geh mal da durch. Und dann konntest du hier deine Hände waschen und dann konntest du hier dein Geschäft machen. Ja, exakt. Und dann bist du hier wieder rausgegangen. Hier rein. Und hier hast du dich waschen können. Hier war der Waschbereich. Hier war aber nochmal eine Wand. Ja, vielleicht für Frauen und für Männer abgeteilt. Und guck mal, hier wird wahrscheinlich das Rohr lang gegangen sein, oder? Oder ist das auch noch eine Wand? Nee, hier steckt jemand dran, weil hier sind Reste von Steinen. Aber hier ist keine Toilette, sondern hier ist so ein Handwaschbecken. Vielleicht könnte es ein Pissoir gewesen sein sogar. Und auch noch hier den Abfluss, ne? Der Abfluss. Weil Handwaschbecken wird ja nicht passen, ne? Das ist wahrscheinlich eher ein Pissoir hier. Eine Pissrinne. Aber unmöglich. Ja. Aber genau können wir es leider nicht sagen. Die Abluft. Und überall diese fluoreszierenden. Die Reste davon zumindest. Mhm. Hier geht auf jeden Fall mal ein Regal. Ja. Genau. Und überall, guck mal, überall hier Abflüsse. Beziehungsweise das ist Zuleitung, ne? Ja. Das ist Zuleitung. Aber wo eine Zuleitung ist, muss eigentlich auch ein Abfluss sein, oder? Oder reicht das für Wasser? Abfluss? Nee, vielleicht kann man Wasser beziehen. Oder Heizung. Auch, ja. Heizung. Heizung. Ja. Also. Ja, mittlerweile haben wir schon ein bisschen Erfahrung im Bunker besichtigen. Aha. Bei Sitzhöhe ist das ja nicht. Nee. Nee. Sitzhöhe war geringer. Da kannst du ja nicht sitzen. Aber es gab wohl auch viele Betten hier. Ne? Olli, was hier schon mal? Hast du hier schon mal reingeguckt? Ja, Lüftung. Lüftung? Lüftung, ja. Okay. Okay. Und überall diese Rohre, ne? Mhm. Guck mal hier. Leute, es gibt Essen. Oh, ich komme gar nicht mehr runter. Er wird so alt. Guck mal hier. Oh. Kriegst du das drauf? Mhm. Mega, oder? Wie klar. Schon lange keiner mehr was reingebracht. Mhm. Sicher. Ja, guck mal. Das schwimmt eben Holz. Nimm mal einen Schluck.
da drin. Und? Das ist keine Gruppe. Ja? Ja. War das für Kloakenwasser früher? Oder? Das kann ich hier gar nicht sagen. Okay. Aber es scheint so, weil da kommt ein Abflussrohr. Okay. So. Okay. Einmal orientieren, Leute. Wir sind ja quasi in dem Raum gewesen, wo drei Gänge waren, also drei Türen. Und die müssten sich ja dann hier gleich wiederfinden. Alter, guck mal, wie weit das schon ist. Guck dir das an. Ich schlage vor, wir gehen einmal den gesamten Weg zurück, weil wir wollen ja nichts auslassen, oder? Genau. Und zwischendurch werden wir euch noch ein paar Details zeigen, nämlich hier ein Ausgussbecken. Ich mag zu bezweifeln, ob das aus der damaligen Zeit ist, oder? Das ist Darkkriegszeit, oder? Das sieht nicht stark aus. Ja. Hier haben wir das Gleiche. Aha. Okay, wir gehen hier und dann kommen wir da rein. Was hältst du davon? Da reinkommen, ja. Auch hier, guck mal, das ist ja alles Nachkriegszeit. Ja, klar. Auch die Tür wird Nachkriegszeit gewesen sein, oder? Das sieht aus wie so eine alte Schultür. Ja, ne? Ach, guck mal hier. Falk. Was hast du gefunden? Ja, ein Toilettchen. Ah, die guten doch. Und immer Toiletten. Ja. Okay. Mit der Kerze drauf, also da hat sich halt ein kleines Kerzchen angemacht. Schön. Lecker, lecker, lecker. Also ich würde jetzt normalerweise da das Papier anfassen, aber... Nee, lass mal. Diesmal nicht. Heute mal nicht. Ja. Überall sehen wir die Reste des Brandes. Und das ist... ein sehr geiles Detail, oder? Eine Lüftung ist das, oder? Ja. Und dahinter ist offen, ne? Damit... Oh, ja. Das ist sehr cool. Das scheint aber auch eine Nachkriegszeit zu sein. Weil Stan Clem gab es ja damals noch nicht. Guck mal, Bosch. Hier haben wir ein kleines Detail. 24 Volt. Ein Relic. Ist zu hell, passt, ne? Made in Germany. Oh, ich versuch das Wort erst mal. 1958, aber ob das Datum ist, wage ich zu bezweifeln. Warte mal. Ja, ist so gut. Cool. Das ist ja nice. So. Diese Ventilatoren waren dafür da, die Luft von hier nach da rüber zu bringen, um einen perfekten Luftaustausch herzustellen. So, es ist zwar kein Weltkriegsrelikt, aber kannst ja trotzdem mal kurz einfangen. Hier ein Boiler, oder wird das sein? So ein Handwasch. Ja, unter Wasser. Tischgerät oder so. So, zur Orientierung, Leute. Wir sind jetzt in dem Raum, wo die drei Türen abgegangen sind. Ganz links sind wir durchgegangen. Jawohl. Hier sind wir hergekommen. Ah, ja. Und jetzt gehen wir. Ich sag mal, kennst du noch den Song? Ja, die drei Türen. Den Song. Kommentiert mal bitte in den Kommentaren, ob ihr den Song noch kennt. So. Ist dir das schon aufgefallen? Harfe in Hand. Korrekt, ganz genau. Möchtest du vielleicht dein Klo zeigen? Mal vorstellen. Dein Klo. Das ist dein Klo. Dein persönliches Klo. Ich extra mal eine Brille. Aha. Ich weiß, wenn ich was anfasse, geht es eigentlich kaputt. Ich bin vorsichtig. Ja, stimmt. Und mit einer wunderschönen Borde drin. Boah, die habe ich letztes Mal nicht gesehen. Die müssen wir noch mal einfangen. Boah. Geh noch ein bisschen näher ran, Falk. Noch näher. Noch näher. Noch näher. Mit deinem Mund noch näher. Und bitte auch einmal den Türrahmen draufkriegen. Harofix. Meinst du, die Marke gibt es noch? Weiß ich nicht. Aber der Poren, das ist doch Porenbeton, oder Olli? Das ist nachträglich, oder? Oder ist das von damals? Boah. Auf jeden Fall. Ja, das reicht klein. Boah, ist von damals. So morsch, ich krieg das mit den Fingern eingedrückt. Okay. Ich auch? Nee, kriegt nur der Olli. Aber ich finde aus. Es ist wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich die Wände von damals, oder? Ja. Das weil sind hier, ja. Hier an den Leuchtreifen siehst du es jetzt wunderschön. Exakt, jo. Weil die sind echt super noch. Ja. Wer hat's gehört? Das war sehr leise. In 3, 2, 1. Ja, das, boah, das kriegst du drauf, oder? Das. Ja, das ist super drauf. Super. Ja, herrlich. Die leuchten auch richtig lange, ne? Ja, die sind gut drauf, die ja. Dinger. Cool. Mach ich auch mal wieder an. Ja. So, Olli, was ist denn das denn? Oh nein. Ja.
Früher gab es die Jugendlichen oder die Jungen von uns, die werden das gar nicht kennen. Es gibt noch Leuchtstoffröhren, die wurden ja irgendwann ausgetauscht, weil sie hochgradig gesundheitsschädlich sind. Quecksilber oder was war da drin? Ja, aber nur wenn sie kaputt gehen, ne? Ja. Im besten Fall tun sie es nicht. Ja. Mittlerweile wird ja. Das war ja damals der absolute Schrei, ne? Die haben ja relativ 36 Watt haben die verbraucht damals. Und wenn man sich heute überlegt, so eine Taschenlampe verbraucht irgendwie 2-3 Watt, hat sich schon was getan. Ja, ein bisschen. Im Mittelgang. Das stimmt. So, ein langer Gang. Ich würde auch sagen, ja. Guck mal, hier ist eine relativ schwere Tür drin gewesen. Ja. Vielleicht kriegt der Falk die drauf. Wie nennt man die nochmal? Scharniere. Sind das Scharniere? Scharniere. Also ein Teil davon, ne? Startbolzen, Scharniere. Ja. Gut. So ein Riegel. Sehr schön. Ach, guck mal hier oben. Was hast du da? Ist doch gut. Ja, ist doch gut. Vielleicht noch was in der Flasche drin. Ey, warte mal. 2002. Okay, so alt ist jetzt nicht. Aber auch nicht jung. Ne? Okay. Was hätten wir hier? Das ist wahrscheinlich ein ganz normaler Aufenthaltsraum. Ja, ich sehe auch Teile, befestigte Bänke. Gleichstandige Betten. Ja, das kann gut sein. Ne? Irgendwo müssen sie ja untergebracht worden sein. Stimmt, du hattest gesagt, hier waren Betten drin, ne? Ja, es war so ein Bettenraum oder. Boah, überleg mal, wie groß das ist, ne? Auf jeden Fall für die Zivilbevölkerung. Mhm. Das war auf jeden Fall ein Schutzraum hier. Ja, war auch wieder sehr braun alles, ne? Schwarz. Mhm. Ja, die damalige. Wir haben schon Bunker gesehen, wo es einfacher war, die Funktionsweise abzulesen. Ne? Also Toiletten haben wir ganz gut erkannt, würde ich sagen. Aber. Ja. Was jetzt hier in dem Raum war, wir sehen auch keine Befestigungen hier an der Wand für die Bänke. Mhm. Ach, ganz kurz, Olli, guck mal hier auf dem Boden. Da ist auf jeden Fall. Hat da mal was gestanden? Es hat mal was gestanden. Aber bitte? Das ist auf jeden Fall eine Toilette. Ja. Ablauf für Waschbänke, mhm. Wasser zu tun. Oh ja, und was ist das hier? Das ist Grünspan für Öleraufzug. Deine. Ja, Grünspan. Damit kannst du Öl vom Boden binden. Ah, Bindemittel. Bindemittel. Hm. Keine Ahnung. Oder ein ganz altes Toastbrot. Mhm. Bah, shit. Interessant. Gut, dass wir einen Handwerker dabei haben, ne? Ja. Ist da noch mehr drin? Oder? Ja, da vorne, das Ding kannst du versuchen, mal drauf zu kriegen. Keine Ahnung, ob das eine ob der Kabel durchkam oder so? Achso, ja. Das geht auf jeden Fall nach unten. Ne? Mhm. Das hier auf jeden Fall für Toilettchen, aber was das da hinten ist? Ich, dass hier diese Bolzen dran sind. Mhm. Also ich habe das bei mir zu Hause für so eine Abdeckklappe für den Kanalschacht. Die sind da mittlerweile aus Plastik. Und überall diese Fliesen drin, ne? Die haben wir auch schon häufiger in den Bunkern gesehen. Ja, stimmt. Da haben sie sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben. Ja. Das hier haben wir ein Pissoir und Waschbecken. Mhm. Hier haben wir eine Halterung mit Waschbecken. Ja. Und hier haben wir einmal Zulauf für. Und das wird Heizung gewesen dann wieder, ne? Ja. Ja. Möchtest du vor? Kann der Olli einmal zeigen, was er da gesehen hat? Ich um die Ecke. Ja. Hier haben wir ein Pissoir, weil wir haben keinen Abfluss, sondern nur hier und da die kleinen. Wasser hier und da oben Abluft, oder? Ja, die Lüftung, die siehst du hier oben mit Gitter. Das ist ein schönes Detail. Stimmt, ja. Das ist ein gutes Detail. Da ist sogar noch so ein altes Draht drin. Aha. Das. Ja, ist gut drauf. Guck mal, eine Decke. Ich weiß nicht, ob ich sie anfassen soll. Ich fasse. Das Handschuhe. Also. Nicht, dass da wieder eine Katze drunter ist. Ja. Hm. Oh, was ist das denn? Und warum ist. Das gehört dazu, oder? Das ist der Deckel davon. Ja.
auf jeden Fall auch spannend. Sprayer war schon hier. Also, ja. Ne, also ich bin jetzt ein bisschen aus dem Alter raus, aber wäre schon eine geile Rave-Location, oder? Oh. Und dann hat man einen Mechanismus, damit, da kannst du mal sehen, wie die geschossen wurden. Aha. Das bedeutet, man konnte quasi das Bauwerk von der äußeren Luft zuvor abschneiden. Genau, hier war früher noch ein Rädchen drauf. Mhm. Und dann klick, klock. Aha. Das bedeutet, die ganze Verrohrung und hier auch die Verkabelung, alles ist mittlerweile weg. Aber wir sehen sogar noch die Schlagschnüre. Oh, jetzt, Leute. Olli, möchtest du was sagen? Jetzt kommt ein An dieser Stelle keine Werbung für Zigaretten, keine, ne? Keine Werbung, genau. Aber hier sind alte Plakate von Kerl. Sauber. Aha. Das ist sehr schön. Damals war, guck mal, damals war der richtige, echte Mann noch Zigarette rauchend auf dem Auto. Und heute sind die echten Männer. Naja. Guck mal, früher haben es nur 3,70 Mark gekostet. 3,70 für 19 Zigaretten. Was kosten jetzt 19 Zigaretten? 20 Zigaretten, ich glaube 7 Euro. Boah, aber guck mal, das ist ja schon fast 4K, oder? Die Auflösung hier, oder? Ja. Die ist doch mega. Guck dir das mal an, wie nah man rangehen kann. Das ist 4K, damals schon gewesen. Ist schon sehr groß ausgedruckt. Mhm. Und hier der alte Werbung. Erleben und genießen und dann AB. Auch Hammer, ne? Herrlich. Ja, auch hier wieder Freiheit, ne? Zwei Männer, die in so einem Jeep Offroad sind. Drei? Eins, zwei. Ah ja, einer muss ja fahren, ne? Ja. Ja. Ich auch nochmal hier. Dann neuzeitliches Tech. Hoppala, Entschuldigung. Ich wollte nochmal hier Nahaufnahme, aber man sieht es kaum. Ja, ne, ist schwierig. Aber häufig ist das so, dass die Leute auf dem Bildschirm durch den Kontrast besser sehen als wir selbst. Ah, ja, klar. Ich habe ja auch einen kleinen Monitor hier. Ne? Mhm. Und hier haben wir eine Dame oder so und ein Kind. Schwierig zu sagen, ne? Das ist eine Modewerbung hier. Esprit. Ja, ja. Esprit Kids. Ah, Kids. Jo, Kids, du hast recht. Und Sonax. Bevor wir Sonax machen, gucken wir nochmal hier. Hast du schon? Haben wir schon überzeugt. Zeigen wir hier die Rave Party. Die Rave Party. Also scheint hier. Auch Drogen werden hier anscheinend konsumiert. Ah, super. Ne? Mittlerweile ja legal in Deutschland. Aber in Summe trotzdem relativ sauber, oder? Ja. Ist ja auch sauber, so, Max. Eine alte Bunkertür hier. Mhm. Genommen, ne? Wird wahrscheinlich auch noch von früher sein. Ja. Genau, ein paar Chipse. Und irgendwelche Stempel, ne? Ja. Wenn der Tipp abgelaufen ist, dann hätten wir mal ein Datum. Geil. So, und jetzt das Highlight, das eigentliche Highlight des Bunkers, oder? Also eins davon. Wir haben ja noch ein zweites, aber das verraten wir auch noch nicht. Die sauber. Das ist schon toll, oder? Ja. Und ich versuche mal so. Leuchte mal nicht direkt drauf, sondern an die Decke, bitte. Oh, das sieht doch toll aus, oder? Ja. Schön. Oh. Sauber. Also. Schön sauber. Ein alter Mercedes, der ist wahrscheinlich heute auch nicht mehr bezahlbar, wenn man den sich irgendwie in dem Zustand kaufen würde. Und schaut mal, Leute, das ist ja fast Originalgröße, oder? Ja. Das ist schon fast Originalgröße. Tschick. Ja. Spannend. Also toll. Wirklich toll. Und auch hier wieder extrem gute Qualität. Ich frage mich eher, warum das hier ist. Ich denke, die wollten einfach nur ein bisschen Schönheit haben. Und wollten sich hier gemütlich machen. Das ist wahrscheinlich von so einer alten Steuerwand, von so einer Werbewand. Und du meinst, die haben die und Karte haben das, geklaut? Ja, weiß nicht, ob sie geklaut haben. Vielleicht hatten sie auch gute Kontakte, aber das sind, glaube ich, ganz normale Steuerwände. Ja, wahrscheinlich, jetzt wo du es sagst. Mhm. Die alten Produkte hier noch ein bisschen Werbung machen. Ja. An dieser Stelle, Leute, keine Werbung. Ja, ist nicht weder für Zigaretten noch für Sonax oder für Kids Esprit. Ja. Nur für uns. Nämlich dieser junge Herr hat einen TikTok-Kanal und heißt wie? Cliffhanger. Aber wie schreibt man das? Die meisten schreiben das nämlich falsch. Das blendet mir bestimmt ein. Ja? C-I-F-F. Ja. Dann ganz normal Hänger. H-Enger heißt du doch mittlerweile. Ja. Ja, weil in Englisch heißt, schreibt man das ohne E. Stimmt. Deswegen war es, also schreibt man bei ihm mit E.
So, wahrscheinlich, weil dein Name nicht mehr frei war. Hier haben wir nur eine Müllhalde. Willst du es trotzdem zeigen? Müllhalde. Ja, es gibt hier viele Müllhalde. Ja. Ja, gut. Aber wenigstens haben sie den Müll wirklich hier in diese Ecke gebracht, oder? Schön. Ja, alles hier mit irgendwelchen. Ich kann recherchieren, seit wann ist diese Sangria? Das kenne ich von meiner Jugend noch, diese Sangria-Flasche. Kennst du die auch noch? Dann musst du ja richtig alt sein, wenn das deiner Jugend ist. Ja, ist sie. Du bleibst gleich hier. So, seid ihr bereit für das absolute Highlight? Für das absolute Highlight? So, zeig noch mal einmal quasi den Raum. Ja, so, als Abschluss, ich mache auch noch mal komplett Licht. Ja. Quasi so einen schönen Schwenk. Weil das werden die Leute ja wahrscheinlich nie wieder sehen. Genauso wie wir auch nicht. Und dann haben wir jetzt noch einen ganz besonderen Bereich. Warte mal, hier war auch noch nicht, oder? Doch. Waren wir hier schon drin, Olli, oder kommen wir da gleich hin? Da kommen wir gleich hin. Kommen wir gleich hin, kommen wir gleich hin. Das ist das Räumchen mit dem Däumchen. Mit dem Fläumchen. Alte Statue. Sollen wir das direkt machen? Oder sollen wir erst die... Erst den Rest und dann... Ja? Okay, dann werden wir euch gleich... Kurzer Cliffhanger. So, Toilettchen. Ah, hier ist noch ein Emblem drauf. Super. Auch. Können wir einen Toiletten-Channel machen. Siehst du das hier? Kriegst du das drauf? Ja, ist dasselbe noch? Deins? Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass ich nicht Bares für Rares melde. Guck mal hier. Für die Klobrille. Boah, ist das eklig. Halb. So. Vielleicht haben wir hier noch ein paar Relikte. Ja. Aber ist wahrscheinlich eher... Oh. Hier, guck mal hier. Hast du was? Nee. Ja. Moment, warte mal. Ich hab hier auch was. Cool. Das ist gut, ne? Das ist alles noch alt. Leg das mal alles zusammen. Leg das. Ach, geil. Guck mal hier. Leg alles zusammen. Den alten Flaschen. Zeig ihm. Alten Flaschenverschluss. Aha. Cool. Und weißt du, was ich hier noch gefunden habe? Alte Flasche. Eine alte Flasche. Guck mal, was das ist hier. Das ist dieser Mechanismus, den der Olli gerade gezeigt hat. Ach, bei der Toilette da mit der Lüftung? Richtig. Guck mal, hier, das ist der Mechanismus, den kann man bewegen. Und dann... Die Klappe, ja. Er öffnet oder schließt sich die Klappe. Sieht aus wie so eine Drosselklappe, ne? Ja, ein bisschen, ne? Geil. Einen alten Deckel oder... Zeig ihm mal in die Kamera, bitte. Guck mal, da oben ist drauf. Olli, mal gucken, was hier noch ist. Oh, ist das eklig, ey. Also hier hat auch irgendeiner reingemacht. Sieht aus wie ein Taschenlöcher. Guck mal hier. Oh, der Toilette schon wieder. Irgendwie hat es mir angetan, ne? Jetzt komme ich vom Klo hier raus. Guck mal, da ist doch mal Blendex. Zahnpasta-Zeugs. Das ist ja lustig. Oder so. Blendax. Was ist das? Blendax. Das muss ja auch seine Vorteile haben, wenn man filmt, ne? Ja. Die anderen Bücken muss ich. Guck mal, da steht Blender. Von so einer Blender. Zeig mal. Kannst du das Auto mit polieren? Cool. Ja. Cool. Legen wir mal hier hin für die Nachtwelt. Ach, manchmal immer Jahreszahl. Aber haben wir 025 und FN oder so. Schade. Ja. Ich hab grad einen. Ach, guck mal hier. Achner Peter Bürgerbräu. Wirtz. Telefonnummer 351. Wie wir. Wie geil. Ich habe gerade ein Relikt gefunden. Ein Relikt? Ja. Erinnert euch an den Bunker in Köln, der runter? In Köln? Ja. Runder Bunker. Ja. Du meinst, wo wir die Schallplatte aufgehoben haben? Den blenden wir mal eben kurz ein, wenn wir es nicht vergessen. Ja. Okay. Leider ist was kaputt, aber fällt es dir auf? Über der Tür. Jo! Also häufig ist ja so, dass diese Bauwerke innerhalb einer Stadt oder eines Gebietes ähnlich oder gleich gebaut wurden. Und das hier haben wir tatsächlich nur in Köln bisher gesehen und das sehen wir jetzt zum zweiten Mal. Das ist quasi so ein Grobluftfilter, ne? Ja,
für Kleinfischer und sowas. Ganz ne? Licht, bitte. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Das ist wahrscheinlich dann flächig dann gewesen. Ja, das war zu. Ja. Exakt. Und überall weiter hier unsere Leuchtstreifen. Guten alten Leuchtstreifen. Die Leuchtstreifen. So, dann machen wir den Sack einmal zu, gehen jetzt hier nochmal rein, zeigen dann den zweiten Ausgang, weil ihr wisst ja, ein Bunker hat immer zwei Ausgänge bzw. Eingänge. Falls einer verschüttet ist, kann man immer aus dem anderen rein. Und man kann natürlich im Notfall die Leute schneller in das Bauwerk raus bzw. wieder reinbringen. Deswegen gab es immer zwei Eingänge bzw. Ausgänge. Und man sagt dazu auch redundant. Also alles, was notwendig war, gab es zweimal. Und hier sehen wir die alten Schaltschränke. Da gehen wir nicht dran, weil da liegen offene Kabel rum. Das ist auch noch was Neues, ne? Ja, ja, das ist neu. Kabelliebe waren auch da, die haben mir die Kabel abgerissen. Es kann natürlich sein, dass da noch Strom drauf ist, deswegen ja, klar. Lassen wir definitiv die Finger davon. Wobei eigentlich da dürfte nichts drauf sein, wenn dann ist hier was. Ja, da sieht so aus. Da könnte definitiv noch was drauf sein, Leute. Ja. Ja. Vorsicht, Strom. Ach, nein. Steht sogar dran. Mit Pfeil. Guck mal, hier haben wir noch irgendwelche Skizzen und so weiter. 30.07.90. 30.07.90. So, und hier haben wir auch noch ein bisschen was auf dem Boden liegen. 92. Guck mal, die Bunkergänge war hier. Marco Kima war hier. 2012. Super. Speedy auch 2012. Nee. Aber hier haben wir noch einen alten Teller. Und einen alten Spaten. Nee, ne. Das ist eine Neuzeit. Keine Ahnung, der könnte eventuell noch aus der Zeit sein. Ah, alter Weihnachtsteller. Ja, da kennt ihr von der Oma vielleicht noch, wo die Nüsse drauf gelegen haben. So, ich bringe den mal da vorne hin. Dann machen wir da gleich noch ein schönes Video, wie wir hier die ganzen Relikte hingelegt haben. Und jetzt. Holz? Ja, du hast ganz schön Holz von Hütten. So, das ist originale Bunkertür hier. Obwohl, nee, ist nicht unbedingt original. Na, auf jeden Fall sehr alt. Die hat auf jeden Fall Spannung. So, wir kommen jetzt in die Gasschleuse rein. Zum zweiten Eingang oder Ausgang. Und hier gibt es sogar noch eine alte Gittertür. Und was ist das hier? Aber lassen wir mal die Gittertür einmal filmen. Ich mach dir Platz, Falk, dann kannst du einmal da hochfilmen. Und hier hat die Stadt das Bauwerk an dieser Seite verschlossen komplett. Ich glaube sogar übererdet. Zugeschüttet meinst du? Mhm. Und guck mal hier, die schöne Auswuchs. Boah, der ist doch, das ist doch mal Das lecker, aus wie, lecker, lecker. Das ist aus wie Watte. Ja, willst du es mal drauflegen? Nee, lass mal. Ach, mal, was für fette Scharniere hier dran war. Ah, guck mal. Das war hier dran und dann ging das nach da auf, ne? Es ging nach da. Exakt, weil da ist ein Schloss dran. Ja, so, und hier die Scharniere da, ne? Ja, exakt, genau. Es ging halt in die andere Seite auf. Und in der Nachkriegszeit hat man das hier aufgeflext, um hier reinzukommen. So. Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommt jetzt das absolute Oberhighlight. Man muss ja immer den Spannungsbogen oder die Hook so aufbauen, dass es für euch auch immer ein bisschen spannend bleibt. Und ich glaube, jetzt darf der Falk auch vorgehen, oder? Oder soll ich nicht, sonst fällst du da ins Loch. Ich gehe schon vor. So. Oliver, komm mal her. Hier hin, zu mir. Hand. Ja. Schaut mal hier. Da gehen wir gleich rein, Leute. Weil da hinten gibt es einen Raum, wo wir... Du warst auch noch nicht drin, ne? Also Olli war auch noch nicht drin. Cool. Wir sehen also diesen Bereich das erste Mal. Habt ihr Bock? Yes. Yes, also? Meine Lampe ist noch gerade ausgegangen. Nein, ist sie überhitzt oder ist sie leer? Ich guck, die ist leer, aber wir haben ja noch eine Powerbank dabei. Ja, wir haben noch eine Powerbank. Und wenn du möchtest, stell gerne deine Kamera dorthin und wir ziehen uns dann gemeinsam hier um und die Zuschauer dürfen zuschauen, wie wir uns hier umziehen. Okay, bei den alten Türen meinst du, ne? Ja.
Und guck mal, hier hast du hier runter schon geguckt? Nee. Uiuiuiui. Das sieht tief aus. Das sieht richtig tief aus. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir uns mal um, oder? Gut. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder, Leute. Da sind wir wieder. Also, wir haben uns jetzt hier einmal für euch schick gemacht. Und pass auf, da ist ein Loch. Ja. Bevor wir unser Leben riskieren, würde ich sagen, gehen wir noch mal auf den Raum hier ein, oder? Ja. Olli, wo sind wir hier? Ich gehe davon aus, dass das ein Notstromaggregat war. Ja. Das ist der Sockel. Ja. Also bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir hier den Sockel finden, Falk. Ja. Hier wird der Motor drauf gestanden haben. In der Regel ein Vierzylinder. Und dann halt ein Elektromotor, um den Strom zu erzeugen. Und wie ich anfangs des Videos schon erwähnt hatte, waren diese Bauwerke in der Regel autark zu benutzen. Falls halt der Strom ausgefallen ist, konnten sie sich, weil es hier auch operiert wurde und so weiter, konnten sich dann selber mit Strom versorgen. Hier ist eine alte Bunkertür und hier ist noch mal ein schönes Detail. Da war der Stromanschluss. Wo? Hier unten. Da, ja. Und vielleicht war das der Verteiler für den Hauptstromkreis sogar. Und hier unten ist ja, wie gesagt, der Brunnenschacht. Ja, da können wir ja gleich mal die GoPro runterlassen. Exakt, das werden wir machen. Und, guck mal hier, der Grund, warum die Hütte unter Wasser steht, ist hier in einem undichten Abfluss. Ah. Und man hat hier auch versucht, mit Panzertape zu kitten. Ja, natürlich. Ja, natürlich. War anscheinend ein Mann. Hier war die Wasseruhr drin. Der Zähler, ja. Der Zähler, ganz genau. Und den hat man irgendwann entfernt oder kaputt gemacht. I don't know. Und ja, also wir würden das Wasser gerne ausdrehen, aber das geht nicht schon mal. Komplett. Ja. Also hier müsste mal die Stadt hinkommen und das reparieren. So. Bist du weit? Ja. Olli, nimmst du uns auf, wenn wir da reingehen? Ich nehme euch auf mit allem, was ich kann. Sehr gut. Also, das wird jetzt eine ziemlich kühle Angelegenheit, Leute. Ja, ich fürchte auch. Ich hoffe mal nicht, dass hier noch Strom drauf ist. Ja, deswegen geht's doch zuerst. Ja. So ein bisschen Kriechstrom. Oh, oh, oh. Also alle Männer, und ich habe ja über 95%. Ich kenne dieses Gefühl noch nicht gerade. Scheiße. Boah, ist das klar. Lukas, ist das tief? Alter. Kommen wir da überhaupt bis runter, oder? Ja, komm mal mit. Du willst schon Spaß haben gleich. Ja, ich guck mal, wie tief ich komme. Mhm. Vielleicht bleibst du mal einmal kurz da stehen, damit wir mich in der Volltotalen drauf haben. Damit die Zuschauer und wenige Zuschauerinnen auch sehen, was wir hier gerade wieder veranstalten. Hier ist ein altes Zeichen, FL. Also im Sommer, im Hochsommer, könnten wir hier vielleicht baden. Das fängt jetzt schon an, richtig zu beißen. Ja. Hier haben wir eine alte Garderobe. Ja. Und... Oh. Guck mal, ob das überhaupt hält. Scheiße, das Licht geht schon aus. Ja. Alter. Geil, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich noch tiefer kann, ey. Ich fühle mich ziemlich stramm. Ja, ich auch. Zeig mal, ja doch, das geht noch. Ja. Aber du hast doch einen, oder? So. Ja, das Licht geht auf jeden Fall gleich aus. Die Powerbank. Okay. Das Kabel. Da war Emily oben drin? Ja. Wir haben das Ding ja schon mal begutachtet. Es gibt hier noch einen Lüftungsausgang oder Eingang. Und Emily, Alter, komm mal her. Die lang. Alter, wie hast du die denn rausgekriegt? Ja. Versucht da mal oben reinzuleuchten. Sehr harte Arbeit. Wir haben versucht, das Bauwerk von diesem Lüftungsausgang zu betreten und ihr seht, das sind 45 Grad. Kriegst du das drauf? Warte, ich versuche mal ein bisschen näher zu gehen, ohne zu unterzugehen. Die wäre hier nie wieder rausgekommen. Alter Schwede. Da ist sie untergerutscht. Die hing da drin. Wie kommt man denn da rein? Oben ist ein Eingangsbauwerk. Da muss man ja richtig
sich hochziehen. Ja, aber man würde hier wieder rauskommen, ne? Aber alleine nicht. Nee. Da hängen die drin? Boah, gut, dass der Olli dabei war. Oh, guck mal hier, das Rohr. Gibt es dazu ein Video, was man reinschneiden kann? Oder? Ich weiß, ich habe ein bisschen davon, ich weiß nicht, weil ich es glaube ich nur hochkant. Und nicht von da drin, leider. Aber ich gucke mal, was ich noch habe. Krass, was geht denn da runter? Ja. Ja, das ist, sehen aus wie Mülltonnen, ne? Ja. Ich glaube, da drin kannst du auch kein Video sehen. Nee, man sieht es auch. Das ist schon. Schön auch hier, dass der Boiler hier noch neben uns rumschwimmt. Ja, guten Tag. Monsieur, wie geht's Ihnen? Mr. Boiler von Weiland. Die ja gar nicht mehr in Deutschland produzieren, glaube ich, ne? Sie wurden, glaube ich, nach Amerika verkauft. Amerika! Meine Lampe ist gerade ausgegangen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich erzähle euch jetzt eine Mose-Geschichte. Ein auf der. Oh, ich hoffe, hier gibt es keine Löcher. Oh, hier geht es ein bisschen hoch. Steh. Ja. Oh. So. Ich wackel. Sollen wir jetzt einmal tauchen? Nee. Ich nicht. Also Leute, ich hoffe, Leute, ihr wertschätzt das, was wir hier gerade für die Geschichte machen. Und deswegen lasst auf jeden Fall mal mindestens mal einen Punkt als Kommentar da. Uns würde natürlich freuen, wenn ihr ein bisschen mehr kommentiert, aber ich glaube, unser Engagement hat es auf jeden Fall verdient, dass wir hier mal mindestens mal einen Kommentar und ein Like bekommen. Und falls ihr diesen Kanal schon länger zuschaut und den noch nicht abonniert habt, dann lasst doch einfach mal ein Abo da. Dann werdet ihr auch immer informiert, wenn wir so tolle Bauwerke für euch begutachten. Und ich würde sagen, soweit sind wir eigentlich durch, oder? Falk versucht gerade auf Zehenspitzen. Die Powerbank ist auf. Da kommt wieder was. Die Powerbank irgendwie zum Laufen zu bringen. Und meine Hand, wie sagt man dazu, wird heiß? Ja, die wird heiß. Ich kann übrigens eins noch sagen, Leute. Ich benutze ja immer die OLED Marauder 2 oder verschiedene andere Lampen von Marauder. Und mit Marauder konnte ich jetzt tatsächlich wieder eine Kooperation ins Leben rufen. Aktuell habe ich noch keinen Code, aber das wird gar nicht mehr so lange dauern. Und dann werde ich euch vergünstigt verschiedene Lampen von OLED anbieten. Und in einem der nächsten Videos werde ich einige Giveaways von OLED auch verlosen. Also es wird auf jeden Fall schön werden, weil ich will euch auf jeden Fall ein bisschen zurückgeben. Also der Kanal ist innerhalb von anderthalb Jahren auf 130.000 Follower gewachsen und an dieser Stelle vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Und wir versuchen jetzt hier lebendigen Fußes wieder rauszugehen. Ich glaube, ich war noch nie so dünn. Sonst ist hier nichts mehr? Oh, ich glaube nicht, aber du kannst gerne noch eine Stunde bleiben. Eine Stunde? Ja, klar. Ich glaube, dann bin ich ein Eiszapfen. Herrlich. Aber tolles Bauwerk, oder? Also das Bauwerk hat es auf jeden Fall verdient, dass wir hier einmal runtergegangen sind und euch das auch zeigen. Eieiei. Schön, wo ich auf den Falk, wenn er hier aufkommt. Ich dachte aber nicht, dass das so. So sieht der Falk übrigens so aus, wenn er im Wasser war und mit Gimbal und mit Komplettausrüstung. Das ist Falk, wie er lebt und lebt. Powerbank mit Kabel, also richtig umständlich. Also die Kamera hast du gut sauber bekommen wieder nach Werder, ne? Ja. Sehr gut. Hat gut geklappt. So, dann. Was stellen wir jetzt an? Du willst das Ding da noch runterlassen, ne? Ach so, ja. Dann müssen wir aber einmal kurz Break machen. Ja, Break. Eigentlich brauchen wir zwei, ne? So, wir lassen das jetzt die Kamera mal darunter. Mal gucken, was die Kamera gleich sehen wird. Wenn es überhaupt was sieht. Wenn es überhaupt was sieht. Die Lampe ist auf jeden Fall, die sieht man gut. Geil, du bist gleich unten. Ja. Lass das Seil bloß nicht fallen. Genau, wir sind im Wasser. Ist er im Wasser? Jetzt ist er im Wasser. Die ist schwimmfähig. Da hängt bestimmt gleich eine Wurst dran. Mhm. Geht noch tiefer, ne? Aber ich muss gerade irgendwas vorbei. Oh oh. Okay. Ne, jetzt ziehen wir auf. Ja? Ja.
sind 6 Meter mehr. Wenn hoch. Warte mal. Wir messen mal. Ja, wir müssen hier von hier aus messen, ne? Ja, da ist doch fast ein Knoten schon da unten, ne? Mhm. Wir müssen von hier aus, vom Boden. Ach so, ja, okay. Ja. 1 Meter. 2 Meter. Ey! 3 Meter. 6 Meter, habe ich auch gut geschätzt. Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, was du aufgenommen hast. Ich auch. Aber das gucken wir uns jetzt nicht an. Nein. Sondern erst, ihr werdet die Ersten sein, die das sehen. Hoffentlich hat das funktioniert. Ja, ne? Ich habe auf jeden Fall gestoppt. Sehr gut. Und? Oh, das riecht mottig. So. Ja. Nach 80 Jahren alten Schiss. Oh nee. Ne, Stimme? Ja, ich hab das. Nach Gold. Lenk mal dran. Nee. Das hat mir den Druck, der kommt mir bekannt vor. Da war auch mal eine Bunke, da war auch Wasser. Ja? Wuppertal. Der Kackbunker. Boah, du bist so. Der Kackbunker. Ey, das müssen wir nochmal hin eigentlich, ne? Auf jeden Fall. Ja, ne? Eigentlich müssen wir da nochmal hin. Ja. Ich weiß gar nicht, ob YouTube damals gedreht hat. Nein, hast du. Hat er nicht, ne? Hat er nicht, ne? Müssen wir auf jeden Fall noch machen. Nur noch kriegen wir das hier mit der Kamera hin. Lass uns das oben aus. Andi, wir brauchen die Kamera jetzt, ne? Nein. Doch, die brauchen wir noch für die. Für B-Roll, ne? Ja. Für den Kanal, der hat jetzt kein Messer. Das ist richtig. Sehr schön. Hey. In die Watthose rein. Ja. Ja, die Pupspatrone. Hey. So, ich hatte Handschuhe dabei, Leute, aber diesmal habe ich sie nicht gebraucht. Ja. Vielleicht doch, weiß ich nicht. Aber jetzt. Klingt schon ganz schön, das ist. Ja, geil, ey. So, hier nichts vergessen. Willst du noch einmal reinleuchten für die ganzen. Ja, sicher. Für die Crowd? Ja, mit der Lampe, die ist jetzt auf Sparmodus. Sieht man leider nicht mit. Meine Marauder. Leute, wir haben. Wie viel sind. 1,5 Stunden jetzt hier drin für euch? Mhm. Überleg mal, schon wieder 1,5 Stunden. Es geht immer so schnell, ne? Ja. So. Hier liegen ja Schuhe. Hier liegt ja Stroh. Hier liegt ja Stroh. Uiuiui. Gut. Krass. Ich fühle mich gerade wie diese. Berufsfeuerwehr. Wie heißt der nochmal? Nicht Apollo, sondern Armageddon. Armageddon. Ne, komm, Olli, wir laufen mal hier wie die Leute beim Mars-Mission. Ja, ihr geht gerade zur Rakete. Und du machst das bitte in Slow Motion. So. Herrlich. Ja. Ja, dann wird das gleich spannend, wie wir dann nach oben kommen, oder? Aber das kriegen wir schon hin, wir sind ja auch runtergekommen. Hier ist sonst Cliffhanger. Exakt. Gut, dann ich zieh mich um, du auch? Ja. Dann machen wir hier einen Cut. Cut. Habe ich mich schon verabschiedet? Nee. Machst du das gleich drauf? Nee, jetzt eben hier. Ist ja überhaupt nicht beleuchtet. Hast du noch Licht? Ist ja okay. So, meine Freunde, also, ich würde sagen, Bauwerk haben wir uns jetzt angeguckt. Wir haben uns noch mal umgezogen. Falk hat gerade noch ein paar B-Rolls gemacht. Olli, wie hat es dir gefallen? Ja, war gut. War gut? Schön, ja. Und wie viel Uhr haben wir es jetzt? Wir müssten es 11:30 haben. 11:30. Leute, das Bauwerk hat für TikTok ungefähr 3 Minuten, 5 Minuten Material gebracht. Wir sind jetzt schon wieder wahrscheinlich bei 1,5 Stunden, oder Falk? Also von daher, aufgrund der Zeit würde ich sagen, machen wir es ganz kurz. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten, Falk, dir gehört das letzte Wort. Boah. Was soll ich jetzt sagen? Also, ich bin müde. Aha. Ich bin zufrieden, habe alles aufgenommen, was ich aufnehmen möchte. Und ich lasse die beiden jetzt in die. In den wohlverdienten Feierabend, ne? Feierabend. Alles klar, dann lass uns zusammen gehen. Also, liebe Follower, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Arrivederci, tschüss und goodbye. Hier, das kannst du auch, obwohl, das hast du auch schon.